Und Meredith Whittaker, die Präsidentin der Signal Foundation, begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Abend. Thank you. Wonderful to be here. Frau Whittaker, das österreichische Innenministerium wünscht sich mehr Zugang zu den Inhalten von Messenger-Diensten. Da geht es vorrangig mal um sogenannte Metadaten. Also wer hat wann, mit wem, wie lange gesprochen oder auch eine Nachricht gesendet. Würden Sie da mit dem Innenministerium und der Polizei zusammenarbeiten? Well, Signal is a truly private messaging app, meaning that we don't collect any of that data. Signal ist eine wirklich private Messenger-App. Das heißt, wir erheben keinerlei Daten. Wir können daher nicht mit der Polizei zusammenarbeiten und auch nicht mit anderen, die diese Daten einfordern, weil wir glauben, dass man private Kommunikation nur dann ermöglichen kann, Journalismus, Dissens, intime Kommunikation, wenn wir diese Daten nicht sammeln. Die Polizei will diesen Schutz umgehen, plant nun einen sogenannten Trojaner auf manche Handys zu installieren. Haben Sie damit ein Problem damit? Of course we have a problem with that, and I think that even they should have a problem with it. Natürlich haben wir ein Problem damit und auch Sie sollten damit ein Problem haben. Die Bürgerinnen und Bürger in Österreich und alle, die von dieser Kerninfrastruktur abhängen, weil es dann Maßnahmen gäbe, die das Hacken legalisieren könnten, beziehungsweise die Infrastrukturen beeinträchtigen können, von denen wir abhängig sind. Wenn man das Hacken für eine Partei ermöglicht, für die Polizei, dann kann jeder, der gewählt wird, auch Hacking betreiben. Wenn man eine Infrastruktur für eine Partei beeinträchtigt, dann beeinträchtigt man sie für alle Parteien. Die Polizei sagt, sie braucht diese Hintertür, um Kriminalität zu verhindern. Schützen Sie damit nicht jene, die eine Gesellschaft zu Recht verfolgen will? Verbrecher, Terroristen, organisierte Kriminalität? Well, this is really an issue of math and technological integrity. Es ist dies eine Frage der Mathematik, der technologischen Integrität. Kein Thema, wo wir Kompromisse eingehen können. Wenn eine Hintertür für eine Partei, für einen Menschen funktioniert, dann für alle. Für die österreichische Polizei, aber auch für Putin, auch für Hacker. Das ist nichts, was man verhandeln kann. Und man sieht das auch in der Geschichte des Internets, wie die Netzwerkkommunikation sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Wir haben immer wieder festgestellt, dass die Strafverfolgungsbehörden viele Regierungen diese Hintertüren einfordern. Sie wollen immer eine magische Lösung finden, wie sie den Zugang bekommen und niemand sonst. Und die Wissenschaftler und die Techniker haben immer wieder gesagt, dass das nicht möglich ist, eine Tür zu schaffen, die nur die Polizei nützen kann, also nur die Guten. Entweder funktioniert sie für alle oder für niemanden. Und das bedeutet, Datenschutz und Sicherheit funktioniert für alle oder ist für alle ruiniert. Die Polizei, nur die Guten können durch. Es either works for everyone or it works for no one. And that means privacy and security either works for everyone or it is broken for everyone. Aber ist es eine Entscheidung, die die Technologiekonzerne wie auch Signal für Gesellschaften treffen können? Ist es nicht auch legitim, wenn die Politik sagt, wir wollen die Gesellschaft schützen vor Terror, vor Kriminalität und brauchen deshalb Zugang zu diesen Daten? Well, I think that is an interesting framing. I think what we're again talking about are the limits of mathematical possibilities. Ich glaube, dass das natürlich ein interessantes Framing ist, wie Sie das erklärt haben. Wir sprechen hier über die Grenzen der mathematischen Möglichkeiten. Also Verschlüsselung funktioniert entweder für alle oder eben für niemanden. Der Vorwand, den Sie hier erwähnen, ist, wir müssen Menschen vor Terrorismus schützen. Aber wenn man die Systeme für Hacken, für Eingriffe öffnet, dann öffnet man sie auch für Terroristen oder für finanzielle Hacker oder für alle, die Regierungskommunikation ausspionieren wollen oder auch die Kommunikation der Polizei. Letzten Endes geht es um die Fakten. Wie funktioniert diese Technologie? Da rede ich nicht über das Wunschdenken einiger Politiker, die mit einem Zauberstab das so gestalten wollen, wie sie das wollen. Im Laufe der Geschichte haben wir gesehen, dass das einfach nicht möglich ist. But ultimately, throughout history, we have seen that is simply not possible. Sie sind eine sehr große Kritikerin des Hypes rund um künstliche Intelligenz. Sie sehen dahinter auch den Versuch, das Business Model der Silicon Valley-Giganten, nämlich die Datensammlung, auszuweiten. Warum? Well, I'm a critic of big tech in part because I saw it grow from the inside.
Ich bin eine Kritikerin der Big Tech-Unternehmen, weil ich gesehen habe, wie das Wachstum funktioniert. Ich war mehr als 13 Jahre bei Google, begann in einer Zeit, als es sich um ein kleines Unternehmen handelte. Es kümmerte sich nur um Suchfunktionen. Jetzt geht es um die Kerninfrastruktur für globale Kommunikation, für die Entscheidungsfindung von Regierungen und heiklen sozialen Institutionen. Das heißt, es ist nicht zweckmäßig, dass ein einziges Unternehmen all das besitzt. Ich bin auch eine Kritikerin des Überwachungsgeschäftsmodells. Google und andere haben ihre Plattformen darauf aufgebaut, auch ihre Geschäftsmodelle. Und wenn man solche heiklen Daten hat, und zwar betreffend mehrere Milliarden User auf der ganzen Welt, dann ist das wirklich sehr gefährlich für unsere Demokratie. Ich glaube nicht, dass es eine derartige Machtkonzentration geben sollte in den Händen einiger privater Akteure, die sich nur um den eigenen Gewinn kümmern und nicht so sehr um die sozialen Auswirkungen. Und zugleich ist es aber so, dass gerade diese großen Sprachmodelle, die dieser künstlichen Intelligenz zugrunde liegen, enorme Ressourcen verbrauchen. Das sind Ressourcen, die nur die ganz großen Giganten im Silicon Valley haben. Bedeutet das, die Alternative ist aus Ihrer Sicht, es braucht gar keine KI, bevor sie die großen Giganten selbst entwickeln? I think we need to back up a little bit and ask what we mean by AI. Because if we look at the history of artificial intelligence, we'll recognize that it's more of a marketing term. Ich glaube, wir müssen einige Schritte zurückgehen. Was bedeutet denn eigentlich KI? Schauen wir uns die Geschichte der KI an, da erkennen wir, dass das eigentlich ein Marketing-Ausdruck ist und nicht unbedingt ein Terminus technicus. 1956 hat man diesen Ausdruck geprägt und jetzt bezeichnet man ganz unterschiedliche Technologien damit. Die schauen überhaupt nicht gleich aus, aber sie haben doch gemeinsame Ziele, also Maschinen zu schaffen, die menschenähnliche Dinge vollbringen bzw. in einer Position sind, heikle Entscheidungen zu treffen, große Sprachmodelle, die das gestalten, was man sagt, oder andere Systeme, die entscheiden, wer ein Darlehen bekommt oder eine medizinische Behandlung oder wer bekommt soziale Dienstleistungen. Worüber wir hier sprechen, sind Systeme, die natürlich beeindruckend sind, aber wir müssen uns ihre soziale Funktion ansehen. Brauchen wir große zentralisierte Technologien, die sehr viele Ressourcen verbrauchen und nur einige Unternehmen weltweit haben diese Ressourcen? Da spreche ich über Überwachungsdaten, diese riesige Infrastruktur, die viel Energie und Wasser beansprucht und auch der Zugang zu den Märkten, der sich durch ihre Monopole ergibt. Wenn wir diese Idee der KI als unvermeidbares Produkt betrachten, dann bedeutet das, dass wir ihre Kontrolle und ihre Infrastruktureinflussnahme weltweit akzeptieren, gerade in Zeiten der geopolitischen Volatilität, wo es nicht ganz klar ist, wie die USA im nächsten Jahr ausschauen werden, wie die vielen Wahlen in diesem Jahr ausgehen, sollte man sich darauf konzentrieren, worum es geht, was auf dem Spiel steht, was sind die Implikationen dieser Technologie. Man sollte sich nicht beeindrucken lassen durch die Idee der Technologie an sich. The stakes and the implications of this technology, not be dazzled by the idea of the technology itself. Sagt die Präsidentin der Signal Foundation in einem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet und gekürzt haben. Das ganze Interview können Sie in der TVT nachsehen und im ZIP2 Podcast nachhören.